Jo, halt zurück zu Cyberpunk. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach Rogue. Sind hier letztes Mal angekommen. Mal gucken. Hallo? Quatschen? Nö? Ja. Okay. Lass uns mal gucken. Ja, Witz wäre ganz nice. Silverhand! Hab hier einen Schuldschein mit deinem Autogramm drauf! Hast du Rogue gesehen? Ja, sie ist oben. Hab gehört, ihr beide wärt nicht mehr. Tja, falsch gehört. Falsch gehört, alte Klappe. Okay, gehen wir rauf. Ich dachte, rauf wäre hier. Rauf ist dann da hinten. Ja, mach mal Platz. Verficktes Teil. Johnny, hilf mir mal kurz. Hab gehört, du redest nicht mehr mit mir. Weiß nicht. Ich scheine doch gerade mit dir zu reden. Und was ist jetzt? Jetzt kannst du dich ins Knie fecken. Oh, nice. Das ist ja freundlich. Willst du natürlich noch weiter mit mir sprechen? Okay. Also oben nicht ganz so einfach. Wen fragen wir mal hier? Sehen wichtig aus. Hallo. Hallo. So, wer macht hier die Bar? Du weißt, mit wem er gelabert hat. Ich brauche einen Namen. Nur einen. Wünschte, ich könnte mich dran erinnern, ehrlich. Hilft das deinem Gedächtnis auf die Sprünge? Neugier, hm? Kann ich euch raten? Lass mich raten, muss hier hinten rein. Johnny! Senkrecht, Engels? Da drin läuft gerade ein privates Treffen. Ist Rogue auch da drin? Ja, aber... Ja, ja, privates Treffen. Wird super unaufdringlich, unauffällig sein, versprochen. Gott, wie ich diese Dreckstadt hasse. Ich... John. Kenn dich nicht. Kein Problem. Solange alle anderen wissen, wer Johnny Silverhand ist. Bin froh, dass ich dich gefunden habe. Dachte, du hättest vielleicht die Stadt verlassen. Wir warten auf einen Kunden. Einer, der auf Diskretion Wert legt. Immer noch angepisst wegen neulich? Was meinst du, Johnny? Dass du mich angelogen und das Leben meiner Leute aufs Spiel gesetzt hast. Oder dass du hinter meinem Rücken drei Frauen gevögelt hast, bevor es mit uns vorbei war. Hör zu, da war was zwischen uns. Aber wir haben jetzt echt keine Zeit für Gefühle. Ich hab's nicht eilig. Ich hab einen Job, mehr nicht. Ist dringend. Aber ich hab Knete. Wie viel? Halt dich da raus! Das geht dich nichts an. Und ab. Rocksteady hat gerade den Geldbeutel gezückt. Du raffst es nicht. Er ist nicht wegen dem Job hier. Er will mich bescheißen. Beim letzten Mal. Du bist diesmal schlauer. Verlang die Kohle einfach im Voraus. Also, wie viel, Rockstar? Das Doppelte eurer üblichen Rate. Dreifache. Und du kommst mit. Denn wenn sie dir nicht traut, tue ich's auch nicht. Deal. So ist es. Dringend. Allerdings. Johnny! Hast du nicht geschnallt, dass man dich beschattet? Mr. Silverhand. Sie werden uns begleiten. Bringst du mich zu alt?
Hatte ich mir gedacht. Knuff. Ist ja schon kaputt. Naja, ich hab schon Schlimmeres erlebt. Ja, nice. Ich würde auch gerne irgendwo in Deckung gehen, ihr Spacken. Ja, ist ja okay. Ein Kontakt, sehr gut. Ein Heli? Im Ernst? Ha! Ich muss zugeben. Ich mach das damit. Und die scheiß Turm dort! So. Dann nimm noch mal was mit, du Affe. Ist nicht? Okay. Wir haben's ja. So, ich würde gerne hier rüber. Ja, auch nicht. Okay. Oh, komm. Soldat am Boden! Lass dich nicht in die Fahrstuhl, sofort! Wir müssen hier weg, und zwar schnell! Ja, dann los. Ja. Fahrstuhl ist irgendwie kaputt, würde ich sagen. Aber der hier geht ja vielleicht noch. Na komm. Fahrstuhl, schnell! Du willst spielen? Mit mir? Na los! Ja, aus ist blöd, okay. Noch länger. Am Haufen Ärger. Unten werden noch mehr sein. Darauf wette ich. Wir parken draußen. Kommst du? Thompson wartet im Auto auf mich. Ja? Medienfuzzi. Kennst du ihn nicht? Du bist tot, Konzernratte! So, ist klar? Okay. Stopp, stopp!
Wow, 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 wow. Oh, komm. Nice Auto. Komm, schöner Porsche rein. Ja, und die anderen? Ah, die haben Bike. Okay, cool. Weg hier. Schön auf die Reifen schießen. Oh, dein Auto Brand. Gar nicht so übel. Kommst du zurecht? Ich glaube, die haben sie abgeschüttelt. Das glaube ich auch. Den Fängen von Arasaka. Alt Cunningham, Netrunner von ITS. Verstehe. Der Tower, haben Sie sich ja dorthin gebracht. Wird ja immer besser. Wie wollt ihr das aufziehen? Hat einer von euch Vollpfosten einen Plan? Yep, wir lenken sie ab mit einer Menge Lärm. Nance, sie weiß, wie man Publikum anzieht. Ich rufe sie an. Wir machen das direkt vor Arasakas Nase und drehen so laut auf, dass denen die Scheiben rausfliegen. Ein Gig für die Geschichtsbücher. Na, nice. Noch sind uns keine Zahlen zur genauen Anzahl der Verletzten bekannt. Aber unser Reporter-Team ist direkt vor Ort am Arasaka Tower. Und sie sind sich alle einig, dass vor Ort ein Psychoaktivum freigesetzt wurde, um den Aufruhr zu stoppen. Alles klar. Du nimmst die ganze Sache auf? Warum? Willst du jemanden daheim grüßen? Tu, was du tun musst. Aber komm mir bloß nicht in die Quere. Wo ist der andere? Da ist er. Thompson, kennst du ihn gut? Nein. Warum fragst du? Ich mag den Typen nicht. Ich trau ihm nicht. Außerdem bringen Reporter Pech. Was? Pech? Was, wenn jemand eine Aufzeichnung findet? Von uns, wie wir in den Arasaka Tower einbrechen. Ja, sorgt euch drum, falls wir es rausschaffen. Wir haben nicht viel Zeit. Mainframe. Wir müssen den Mainframe finden. Und jetzt konzentriere dich. Er hackt ein bisschen, okay. Ich seh viel. Komm auf uns zu. Macht euch bereit.
Bereit? Ja, ich schon. Okay, dann können wir weiter. So, Turret, okay. Nicht gesehen. Oh. Ja, ich dachte, man käme da so durch. Okay, sorry. Mainframe ist oben wahrscheinlich irgendwo. Ah, wow. Was? Glück? Lass mich mal. Du Scheißteil! Boom. Versuch's okay. Hiermit. Ah, jetzt verstehe ich, warum die. 3, 2, 1. Perfekt. Zurücktreten. Oh, Mainframe ist das Ding da unten. Okay. Oh. Zu spät. Ich rate dir, sie nicht zu stören. Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe sie an das Projekt ihres Lebens gesetzt. Geh weg von ihr! Hörst du mich? Alt. Ist sie. Alt, komm schon, tu das nicht! Fuck! Johnny. Was zur Hölle soll das? Nimmst du immer noch auf? Wir können jetzt nur noch eins tun. Den Leuten die Wahrheit zeigen.
ändert nichts. Sie ist... Johnny! Hör auf! Willst du ihn umbringen? Wir müssen los. Johnny, sie ist tot. Also, raus damit, bevor du platzt. Hattest mir ja einiges über Alt nicht erzählt. Ach ja? Zum Beispiel? Weiß nicht. Dass ihr ein Paar wart? Dass sie Soulkiller geschrieben hat? Dass sie tot ist? Wie zum Teufel soll sie uns jetzt noch helfen, als Geist? Alt ist nicht tot. Sie konnte fliehen. Ich habe ihre Leiche gesehen. Alt ist entkommen. Ins Net. Wann hast du das rausgefunden? Als sie mich kontaktierte, ein bisschen später. Und? Was hat sie gesagt? Dass sie im Arasaka-Subnet gefangen ist, aber sie ihr nichts tun können. Und dass ich nicht nach ihr suchen soll. Was? Wieso? Sie wollte, dass ich einmal die Dinge auf sich beruhen lasse. Weil schon genug Leute umsonst draufgegangen sind. Und? Was hast du getan? Hab mir 2 thermonukleare Sprengsätze besorgt. Und bist dann zurück zum Arasaka Tower. Die Voodoo Boys meinen zu wissen, wo sie ist. Hinter der Black Wall. Wo niemand an sie rankommt. Und Brigitte ist bereit, durchzubrechen, um mit Al zu reden, sie zu kontaktieren. Zu viel für unseren kleinen Profi? Auf keinen Fall. Aber länger angefühlt. Hab viel aus Johnnys Leben gesehen. Und Alt. Das ist möglich. Als Daten sind mit einer wesentlichen Gedächtnisspur des Konstrukts verbunden. Diese Erinnerungen müssen eine emotionale Reaktion ausgelöst haben, die in dein Bewusstsein projiziert wurde. Emotion gab's da echt eine Menge. In welchem Zustand ist das Konstrukt? Intakt genug, um Alt von seiner Authentizität zu überzeugen. Was soll das bitte heißen? Und? Hat's geklappt? Fertig. Das Fragment von Silverhands Engram ist kopiert. Jetzt können wir Kontakt mit Alt aufnehmen. Erst müssen wir tiefer eintauchen. Na toll. Jenseits gibt es keine Grenzen. Jenseits der Blackwood. Nur wenige waren je auf der anderen Seite. Und keiner kehrte zurück. Krass. Sie wird die Erste sein. Hab meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Bevor du auf die andere Seite gehst, will ich Johnnys Psyche loswerden. Wir bleiben hier. Du bringst den Code auf die andere Seite. Scheiße. War ja klar. Ihr hattet nie vor, mir zu helfen, oder? Das spielt keine Rolle mehr. Du wirst das alles zu Ende bringen. Schätze, mir bleibt nichts anderes übrig. Allee. Allee, allee. Also, wie komme ich auf die andere Seite? Brigitte?
So wahrscheinlich. Alt? Johnny. Du kannst hier nicht bleiben. Alt Cunningham. Lass mich das einfach regeln. Johnny. Bist für mich durch die Black Wall gekommen. Das heißt, alles ist okay zwischen uns? Ich habe deinen Engrammcode erkannt. Aber ich weiß nicht, warum du hier bist. Damit du dich für den Arasaka Tower revanchieren kannst. Wie? Das ist Alt. Der beste Netrunner, den es je in Night City gab. Alt? Das ist Wie. Du musst dir das Leben retten. Mein Leben zu retten. Was kostet mich das? Netwatch-Propaganda ist effektiv. Siehst du mich als Dämon, an dem du deine Seele verkaufen musst? Hör zu. Ich will nur überleben. Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenere Technologien. Interessant. Brigitte hat behauptet, nur sie könnte mir helfen. Die Voodoo Boys haben dich angelogen. Warum überrascht mich das nicht? Okay, wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut, das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi und du hilfst Wie. Deal? Was genau kannst du für mich tun? Mit dem Soulkiller in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen. Und dann dein Neuralnetzwerk von Johnnys lösen. Dann setze ich dein Engramm wieder in dein Körper ein. Okay, also haben wir einen Plan. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Ich habe das mit ganzen Armeen nicht geschafft. Das waren Kinder des Netz. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi. Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das Localnet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BBS-Adresse, über die wir sicher kommunizieren können. Die Voodoo Boys, was ist mit denen? Sie werden euch ungehindert passieren lassen. Das war unser Deal. Die waren schon kalt. Also überlebt. Bin mal echt gespannt, wie euer Deal mit Alt läuft. Wird nicht leicht sein, sie zu verarschen. Und ihr seid ja unfähig, die Wahrheit zu sagen. Du wagst es mir, etwas vorzuhalten? Ich habe noch eine Rechnung mit dir offen. Eine bessere Gelegenheit krieg ich nie. Das reicht. Alt kann ich in ihrem Reich beschützen, aber nicht hier. Ich wollte eh gerade gehen. Raus aus der schicken Kapelle, mal gucken. So,
da oben ist der Ausgang, sehr gut. Ne, beichten nicht mehr, wir gehen einfach raus. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Erst dachte ich, du hattest einfach nur Pech. Aber jetzt weiß ich, was dein eigentliches Problem ist. Du warst immer ein Konzernzahnrad. Ersetzbar. Als Sarker dich gefeuert und dir dein Chrom genommen hat, konntest du höchstens für ein paar Annies Gaffs jagen. Genug von dieser Kinderkacke. Ich will dir doch nur helfen. Ich brauche und will deine Hilfe aber nicht. Geh endlich. Ich hab genug von dir. Flug weg ist er. Oh, shit. So, Junge, bin ich dich jetzt gleich mal los, oder was? Was können wir machen? Bisschen warten. Okay, also wir warten auf Takemura. Und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht, okay? Also, bis dann. Ciao.